Willkommen zurück bei den lieben Zuschauern bei Rogue Legacy. Und wir starten wieder in die nächste Runde. Oh, wir hätten einen Spell Thief. Eine Barbarian Queen, die Tourette hat und lesbisch ist. Und eine lesbische Assassine, die eine Glatze hat. Ich nehme die Barbarian Queen mal. Mit dem Gold, was wir haben, machen wir mal Leben besser, so. Oh, und wir hätten das Sage Sword. Das macht weniger Schaden, aber Goldbonus brauchen wir nicht unbedingt. Gehen wir jetzt lieber mal wieder rein. Geben Sharon 99 Gold. Machen uns mal wieder auf den Weg in Richtung Maya-Gebiet, obwohl ich mich mittlerweile dazu nicht mehr so wirklich bereit fühle. Ich brauche mehr Stärke, also dass ich da mehr Schaden mache. Vor allem mit meinen etwas schwächeren Klassen. Deswegen würde ich mal sagen, wir suchen den Wald und gehen dort ein bisschen farmen. So, hier das Gold rausholen. Dich erschlagen. Ja, wir haben ja schon Lebenspunkte verloren, also in den Staffeln. So, und dann geht's hier hoch in Richtung Wald mal. Wo kommst du denn hergefallen? Wenigstens stirbst du schnell. Take no damage. Das dürfte einfach sein. Well. Und so viel dazu, dass das einfach sein dürfte. Vielleicht zu leichtsinnig. Und wieder mal der Bossraum. Packen wir das Gold hier rein. Und ein bisschen Hähnchen, weil wir sind hier angeschlagen gewesen. So, den aus dem Weg räumen. Den da weg. Und hier ist der Waldübergang und das Hähnchen hätte ich eigentlich gleich gebraucht. Okay, und hier gilt alles töten. Hauptsache es ist weg. Und kann es nichts mehr antun. Aua. Genau so. Die Retaliation Rune ist gleich mal so schlecht. Batch, Batch. So, und du auch noch. Gibst ein bisschen Geld. Jukebox brauchen wir nicht. Aber dich müssen wir aus dem Weg räumen. Take no damage. Wow, ich hätte es fast geschafft. Aber den Raum kannte ich auch noch gar nicht. So. An dich komme ich leider nicht dran. Aber meine Chakrams kommen an dich dran. So, da habe ich schon mal die Ruhe vor dir. Hey, Bossraum. Geld und noch mehr Geld. Naja. Take no damage. Das war blöd. Ich springe gegen die Stacheln oder warte, dass ich keinen Schaden kriege. So, hier wieder hoch. Laternen zerhauen. So, die auch noch. Ich hätte gerne mal wieder einen einfachen Bossgegner. Oder sowas hier. So. Und dann können wir mal, hey, der Weihnachtsmann, hier lang gucken.
jetzt nur Mr. Bones wieder mal. Ja, Mr. Bones ist hier überall eigentlich. Und Fogies. Ja, so fürchterlich seht ihr auch aus. Ich brauche mal wieder eine Blaupause. Wäre schick. Für ein neues Schwert oder so. Nein, wir gucken erstmal oben lang. Der Wald ist aber heute auch ziemlich groß. Aber da hat er mich doch tatsächlich noch erwischt. Und du gehst weg. Ihr seid zum Glück schwach und gebt mir Leben. Da kommt nur ein Zwerg dran. Ach, aber da kommen wir dran. Das war richtig soweit. So. So kommt man auch drüber. Und wir haben schon 300 Gold. Das ist gut. Wird alles beim nächsten Mal in Stärke gegeben. Oh. Du gehst mir auf die Nerven mit deinen Flammen. Stirb lieber. So. Und hier ist der Weg zurück. Gucken wir hier hoch. Maya. Nicht unbedingt. Da müsste es hier drüben auch zu Maya gehen, oder? Wir sind direkt beim Boss. Silberschwert. Wir sind beim Boss. Wir haben fast volles Leben. Wir haben volles Leben. Okay, Boss-Time. Und unser Feind ist Ponce de Lyon, ein französischer Feuerball. Der uns anstürmen kann. Oh, oh. Wo ist er? Da ist er. Oh. Ja, er ist machbar. Wir machen ihm auch einigermaßen Schaden. Vor allem, wenn wir ein Critical machen und er uns nicht so trifft. Oh. Oh, der hat eine coole Bossfight-Musik. Na, solange er uns weiter anstürmt und sich nicht normal bewegt, macht er auch nicht so viel Flamm. Wow. Aua, ich wollte runter. Aua. Sollten wir aufpassen, wenn er uns noch einmal anstürmt, sind wir tot. Aber wir haben ihn jetzt getötet. Und einen Haufen Gold. So viel Gold. Und da liegt noch etwas Gold und noch mehr Gold. Und was kriegen wir? 10 mehr Leben und 1 mehr Stärke. Jawohl. Puh, ja, das war jetzt ein Fight. Und wir haben den dritten Boss gelegt. Sehr schön. Dann können wir ja jetzt in Ruhe den Löffel abgeben. Aber vielleicht kommen wir noch an die Truhe daran.
Oder auch nicht für die ganzen. So, mach wieder weg für mich. Und da war ich zu langsam. Aber wir haben es geschafft, Ponstelior zu töten, den Boss. Spelunkette. Noch eine Spelunkette. Dann nehmen wir mal eine Spelunkette. Und machen jetzt mal wieder einen Farmrun zur Feier. Okay, das erste, was ich mache, ist den. Nein, ich tue nicht den Spell Thief upgraden. Alles. Fast alles in Stärke. Erstmal gucken. Ich habe hier das neue Schwert. Max Wert Damage. Das sind zwei, drei Stärke-Upgrades. Sehr gut. Noch mehr in Stärke. Nein, ich nehme jetzt mal den Spell Thief. Jetzt macht der super starke Zauber und wir können Mana-Kosten verringern, weil hier oben irgendwo müsste es noch was sehr Nützliches geben. Und was kaufe ich mir von dem restlichen Gold? Ja, schalten wir den Helm mal frei. Wir haben arg wenig Lebenspunkte. Wir werden wahrscheinlich nicht besonders lange überleben. Aber gucken wir mal, dass wir unser Bestes tun. Und dieses Gold rausholen. Deswegen werde ich mich jetzt direkt auf den Weg zu Räumen mit Truhen machen. Gerade Bossraum und sowas. Oh. Mal gucken, dass ich nicht vorher sterbe. So. Und das war jetzt gerade knapp. Jetzt wäre ich fast ins Feuer. Der Raum ist mir egal, ich will den Raum drin. So, wow. Große böse Guardbox und Gold. Den Fragezeichenraum da hinten könnte ich probieren, theoretisch. Gehst mir auf die Nerven. Mal gucken, was für. Wow, dieser Boss hier. Geht ja noch. Wow, solange er nicht anstürmt. Wow. So, genau. Und wir kriegen von ihm magische Schaden erhöht. Die brauchen wir nicht unbedingt. Aber jedes bisschen HP, das hilft, ist gut. Was gibt es eigentlich hier in den Räumen hier unten? Oh. Nein, da war nichts. Definitiv nicht. Du gehst weg, bevor du mir so einen Sonic Wave ins Gesicht schmeißt. Bis sie aus dem Boden kommen. Wo sind wir hier eigentlich? Zombies kommen aus Gräbern, nicht aus dem Boden. Hier sind wir. Naja, hier sind wenigstens Lebenspunkte. So. So haben wir doch da oben. Da oben sind die Truhen. Nein. Obwohl doch. Jetzt kommt hier ein bisschen durch. Wir haben gerade mal 1000 Gold. Das ist nicht gerade viel. Aber wir sind ja noch gut dabei. Wir haben noch ziemlich viele Lebenspunkte. Take no damage. So. Ah. Curse Wound für die Bracers.
Hoch. So. Hier natürlich wieder hier runter. Durch den Raum schwer durch. Und hier defeat all enemies machen. Infinite Shift ausschalten. Weil der böse ist. So. Der Rest dürfte nicht ganz so schlimm sein. Aua. Das war nicht geplant. Aber wir haben es trotzdem noch geschafft. Und hier haben wir die Bounty-Rune für die Bracers. Oh, die wären nützlich. Aber erstmal hier die Truhen aufmachen und das Gold einsacken. Geld, Geld, Geld. Schicken, können wir Lebenspunkte, können wir immer gebrauchen. Und hier haben wir noch mehr Schicken und einen Raum ohne Wächter. Oder gibt es gleich einen Zombie? Nein, kein Zombie. So. Dann gucken wir mal auf der anderen Seite weiter. Hier sind nur ein paar Kronleuchter. So. Sollen wir hoch ins Maya-Gebiet? Ich weiß ja nicht. Obwohl, da drüben können wir runter. Und in den Wald. Obwohl, Wald ist gut. Wald sind hier, ist jedenfalls mehr Münzen als in der Burg. Aber ziemlich verteilt alles. Schauen wir doch lieber mal ins Maya-Gebiet. Dort ist auf jeden Fall eine Truhe schon mal. An die wir vielleicht rankommen dürften. Nicht nur. Aua. Genau, dafür müssen wir erstmal dich loswerden, bevor du dich umdrehst. Und einfach dieses Gold hier einsacken. So, und Hühnchen ist gut. Und hier auf dem Kopf rumtanzen. Nach da oben. Oh, nee. Oh, Gott sei Dank sind wir gleich gestorben. Der hingegen nicht. Der hat uns vorher gehittet. Und da sind wir tot. Aber eineinhalb Reihen fast. Ist ein guter Run gewesen. Dann würde ich sagen, wir machen hier erstmal wieder einen Cut. Bis zum nächsten Mal.